Seit Montag ist die Freie Wähler Landtagsfraktion zu ihrer Winterklausurtagung in Wirsberg bei Bayreuth zusammengekommen. Im Mittelpunkt des ersten Sitzungstages die Energiepolitik in Bayern. Beim Besuch des Windparks Creußen betonten die Abgeordneten, dass die Region ein Aushängeschild für den gesamten Freistaat sei und einen wichtigen Beitrag zum Gelingen der Energiewende leiste. Ihre ablehnende Haltung gegenüber der geplanten Gleichstromtrasse quer durch Bayern erläuterte die Fraktion Vertretern der örtlichen Bürgerinitiativen. Im Anschluss diskutierten die Abgeordneten in Bayreuth mit Vertretern des Stromnetzbetreibers TenneT. Dabei ging es vor allem um die grundsätzliche Notwendigkeit der Stromtrassen sowie alternative Szenarien. Denn die Freien Wähler sind überzeugt, dass Bayern vernünftige Alternativen braucht. Der Verzicht auf die 10H-Regelung, eine dezentrale Erzeugung von Energie und ein Marktdesign für hocheffiziente Gaskraftwerke seien die Lösung. Vor Ort in Bayreuth besuchten die Abgeordneten die Villa Wahnfried und überzeugten sich auf einer Führung vom Fortschritt der Baumaßnahmen. Der Neubau wird im Sommer dieses Jahres wieder eröffnet. Probleme rund um die laufenden Kosten des Museums besprachen die Abgeordneten zusammen mit der Bayreuther Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe. Denn bisher ist unklar, woher die Gelder für den Betrieb kommen sollten. Die Freien Wähler kündigten an, sich für eine Verstetigung der Mittel einzusetzen, um so für Planungssicherheit zu sorgen. Beim traditionellen Abendessen mit lokalen Mandatsträgern erläuterte Fraktionschef Hubert Aiwanger die landespolitischen Themen des neuen Jahres. So wollen sich die Freien Wähler auch weiterhin für eine echte Wahlfreiheit am Bayerischen Gymnasium einsetzen, gegen die Monstertrassen kämpfen und den ländlichen Raum stärken. Hier tue die Staatsregierung zu wenig. Deshalb brauche Bayern die laute Stimme der Freien Wähler, damit der Freistaat eine gute Zukunft hat.